Ich habe schon gerade gedacht, das Spiel ist mir abgeschissen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Es war aber nur ein langer Wartebefehl. Das ist doch mal schön zu wissen, dass es lange Wartebefehle gibt. So, du willst also auch aufs Maul. Find ich ja toll. Wie der Blöde offenbar gar nichts kann. Es ist halt ein Affe, der macht nicht mal 4 Schaden. Oh mein Gott, er macht nicht mal 4 Schaden. Gebt euch das mal, der macht nur 1 Schaden. Das fies mal zu echt nichts nütze. Unnütze Affen sind unnütz, yay. Das macht mich froh. Also eigentlich müsst ihr jetzt langsam mal das nächste Level abkriegen. So, lass mal gucken. Ha, noch 10 fürs nächste Level. Ja, also. Aus irgendeinem seltsamen Grund blockiert ein bleistiftschalige Statue. Bäh, 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 bäh. Ach Gott, habe ich jetzt eigentlich das Item dabei, was wir da bräuchten? Flaschenrakete, Luftpistole, Schlüsselmaschine. Nope. Haben wir nicht. Gut. Hallo, ich bin da. Oh nein, der Streber. Oh, ne Raudi-Maus. Na, wie stark bist du? Ja? Oh, Smash-Angriffe. Oh, du kleines Arschloch. So klein sie auch sind, so hart hauen sie auch zu. Nee, Moment, das macht ja keinen Sinn. Hm, egal, was macht hier schon großartig Sinn? Gar nichts, überhaupt nichts, null, nada, niet. Ha! Jawohl! So, was ist denn da drin? Noch mehr Brot. Lassen wir liegen. Komm mit, Uffi. So, wie war denn das hier? Das Ding sieht so panne aus, ich muss dagegen kämpfen. Ich muss ganz einfach. Hm, fiese Ente oder ein Hut, der so tut, als wären es ein Ende wäre. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ja? Er hat gar keine Psy-Kräfte. Also auf jeden Fall bis jetzt noch nicht. Von dem her ist es ja auch Jucke. Komm, nutzen wir mal gucken. Ja, ja, ja. Mach du mal schön deinen Schaden. So, 12, 24, Psy-Feuer. Ja, das ist so die Spezialfähigkeit von Jeff. Er kann uns Schwächen verraten. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gezeigt, oder? So, mal gucken. Was macht eigentlich ein Lineal bei dem Vieh? Ich meine, das ist ein Ende. Da kann man ein bisschen experimentieren. Oh Gott, das ist so Panne. Au. Na? Ja, natürlich. Ach, weißt du was? Der Affe darf dich mal wieder hauen und ich fressen Brot. Yay. Aber ganz ehrlich, ich würde mich auch gestört fühlen, wenn mich so eine Ente anguckt. Ich meine, guckt euch das wie an, diese Glubschaugen. Anton ist ein Scheiß dagegen. Anton. Anton. Na, bist du bald tot? Komm schon. Weiß, was sie will, aber sie kriegt es nicht. Das ist mein Brot. Da kannst du mich noch so böse angucken. Ach ja, das Spiel macht Spaß. Aber die gibt ziemlich viel Erfahrung, wie ich finde. Ach, immer wieder dasselbe. Insektenspray, yay! Ungeziefer töten. Ein Traum wird wahr. Das kam unerwartet. Das wertloses Protoplasma? Habe ich das gerade richtig gelesen? Wertloses Protoplasma.
Gibt es dann auch noch Wertvolles? So für 2,50 im Laden? Ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, wie geil die Namen von manchen Gegnern sind. Also für mich sieht das Ding aus wie eine Kerze. Oben war der Docht. Naja, egal. Wertloses Protoplasma, okay. Ich find's geil. Och nein, 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 nicht schon wieder ein Ende. So, pass auf fallendes Material auf. Mhm. Brick Road. Ja. Nein, nein, nein! Wieso schon wieder? Ich bin doch gerade mal über den See gefahren, was soll der Rotz? Meine Güte, nein! Geh weg! Lass dich doch von der Ente fressen! Meine boah, nee. Na, so viel zu dem fallenden Zeug. Na, geh weg. Okay, komm. Das Vieh ist schon wieder so gierig auf mein Brot, aber du kriegst es nicht. So, mal gucken, wir haben eine Flaschenrakete. Mal gucken, vielleicht funktioniert das ja. Ich glaube allerdings nicht. Jupp. Ich hab's irgendwie kommen sehen. Hm, schade. Na naja, dann machen wir eben Entenpastete aus dir. Ja, der Affe ist auch so eine große Hilfe. Okay, als Punching Ball. Dagegen sag ich ja nichts. Das ist wie echt top. Böse Ente. Hm, böses Enton. Enton. Da. Aber ich glaube, ich pfeife mir doch mal lieber ein Brot rein. Ist mir doch ein bisschen zu riskant. Die Viecher machen doch ein bisschen viel Schaden. So. Ja, ja, isst du mal schön Brot. Yay. Das Geschenk dürfte mich gleich anfallen, oder? Oh, doch nicht. Croissant, hm. Ja, das könnte hilfreich sein. Croissant, Croissant. Ich glaube, das heilt in etwa so viel wie ein Brotlaib, oder? Ach, wieder so eine lustige Kerze. Ja. Also guckt euch das Vieh mal an. Das sieht für mich aus wie so eine, ja, unförmige Kerze. Und das da ganz oben ist ein Docht. Kann ich dich anzünden? Psi-Feuer! Könnte ja klappen. Los, Panflammen, zünd es an! Panflammen, Panflammen! Ich hasse Affen, sogar bei Pokémon. Eine Gemeinsamkeit mit Shadow, oh mein Gott, wir haben Gemeinsamkeiten. Nein, nein, Moment, Moment, ich muss das Feindbild wahren. Ich liebe Affen, na, das glaubt mir doch kein Mensch. Ich hasse die Viecher. Hallo, hallo, Papa. Ich verstehe kein Wort, was er sagt. Du musst erstmal deinen richtigen Sender einstellen. So. Das alte Prozedere. Was bist du? Ich hoffe, das ist ein Schnurrbart. Das ist total einfach. Mein Name ist Brickroad, der Dungeon-Entwickler. Ich habe mein Leben dem Bau von Dungeons gewidmet. Nun will ich meine Fähigkeiten mit der Undertones-Intelligenz kombinieren. Dann könnte ich Dungeon Man werden. Dungeon Man, der größte Held in deiner Welt! Die erste Fusion aus Mensch und Dungeon. In der Geschichte. Fusion! Wir werden uns wiedersehen, sobald ich so Dungeon Man geworden bin. Möchtest du dich kurz ausruhen? Oh ja, bitte. Moment. Hey, da wollte der Nieser raus. Ja, jeden habt ihr Live-Welt bekommen. Sei vorsichtig, komm bald wieder. Gruselig, der Typ. Dungeon Man, der größte Held in deiner Welt. Oh yeah. Ungeziefer, schön, schön, schön. Angriffsschnecke. Oh. Lass doch mal gucken. Wir haben noch Insektenspray. Moment, Moment, Moment. Der Affe macht mehr als 4 Schaden. Was geht ab? Was?
Wie? Wo? Seit wann macht das Vieh Schaden? Seit wann ist es nützlich? Was ist hier nur los? Was passiert hier? Nein, das geht nicht.